Guten Abend, ein herzliches Willkommen in Kunstforum Wiesenheim zu der Ausstellungseröffnung Die Welt als Narrenschiff. Es sind die Künstler Johannes Kutzke, John Bozau und Hamwing Wang. Drei unterschiedliche Künstler mit so ganz unterschiedlichen Biografien und vor allen Dingen so ganz unterschiedlichen Ideen und Vorstellungswelten. Sie betrafen die Ausstellung auf der vierten Etage, so ist das Hygienekonzept vorgesehen, und werden schon beim Treppen steigen fast majestätisch von einer freundlich blickenden Nonne begrüßt. Heraustreten aus einem schwarzen Hintergrund wird sie ihnen förmlich ergeben. Das Schwarz als Nährboden des Bildes, aus dem das Figurative in ihr Blickfeld tritt, scheint ihr Konzept zu sein bei dem Münchner Maler Jumbo Zau. Jumbo wurde 1964 in Heilung, einem Ort der Mandschurei, der Volksrepublik China, geboren. Früh zeigte sich seine Begeisterung und Begabung für das bildnerische Gestalten, das gerade auch in seiner Schule immer wieder gerne genutzt wurde. Von 1982 bis 1986 absolvierte er erfolgreich im Nordosten Chinas in Changchun seine künstlerische Ausbildung. Im Anschluss wurde er an dieselbe Hochschule als Dozent für Ölmalerei und Kunstgeschichte berufen. Auch die Anerkennung seiner künstlerischen Leistung ließ nicht lange auf sich warten. Jumbo machte eine steile Karriere. Umso verwunderlicher ist es, dass er seine Heimat verlassen und unbedingt nach Europa wollte. Nichts interessiert ihn mehr als die europäische Kunstgeschichte, die er in seiner Heimat nur mit weniger und selten verarbeiteter Reproduktion kennenlernen konnte. Er machte sich auf den Weg und kam schlussendlich auf abenteuerliche Weise nach Deutschland. Bei seiner letzten Station an der Galerie München fand er dann im Orientage seinen Meister. Während der ersten vier Jahre seines Studiums nutzte er die Möglichkeiten, in den europäischen Museen, insbesondere die Werke der alten Meister, genauestens kennenzulernen. Nach unzähligen Museumsbesuchen, nach Jahren des Forschens und Untersuchens der zahlreichen Meisterwerke, fand er wieder zur aktiven Malerei zurück und transformierte bekannte Werke der Kunstgeschichte in einen tierischen Kosmos. Nichts für ungut, das Schaf, der Hammel, wird anfangs zum Hauptakteur seiner dekorativen Kompositionen. Das Urwüchsige, das Triebhafte wird ganz nach dem insbesondere in Hollywood geprägten Topos Die Schöne und das Biest inszeniert. Ich erinnere hier nochmal an das eingangs erwähnte Nonnenbild, das sie zum Ausstellungsrundgang begrüßte. Zu dem äußerst feinen und zart gemalten Bildnis gesellen sich eher derberen, auch in der Farbbehandlung, rudere Gesichtsdarstellungen, die das idealisierende Frauenbildnis mit eher zerwachsenen, fast abstößenden, anmutenden männlichen Geschöpfen kontrastiert. Selbst der Malgrund ist nicht die einfache Leinwand, sondern bei genauer Betrachtung erkennen Sie kollagiertes Papier, das dem Bild eine reliefartigere Oberfläche verschafft. Hoffe, Sie haben auch das Spiel der Blicke aufgegriffen und nicht zuletzt auch deswegen das große figurative Bild von Johannes Kutzke bemerkt. Am Band zeigt auf recht untypische Art eine fast surreal anmutende Figurengruppe, der miteinander als keinesfalls gewaltfrei zu beschreiben ist. Die im Vordergrund gebeugten männlichen anmutenden Wesen umrahmen die zum Opfer bestimmte weibliche Figur. Johannes Kutzke, was für ein Glücksfall, diesen außergewöhnlichen Maler Ihnen wieder einmal in einer Ausstellung vorstellen zu können. Johannes Kutzke, am 30. September 1937 in Berlin geboren, studierte von 1957 bis 1964 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, unter anderem bei Peer Jansen. 1962 studierte er außerdem an der Sommerakademie Salzburg in der Schule des Sehens. 1973 dann gründete er mit den Kollegen Manfred Blut, Matthias Köppel und Karl-Heinz Ziegler
die Schule der neuen Gerechtigkeit. Zum Programm dieser neuen Gerechtigkeit gehörte unter anderem eine Bezugnahme zur Malerei des 19. Jahrhunderts, insbesondere des damals neu definierten Realismusverständnisses. Das abgetragt figürliche erlebte durch Künstler eine Renaissance, die wenige Jahre später zum Konzept der sogenannten neuen Bilder mutierte. Das Figürliche nicht als Chiffre, als Zeichen verstanden, sondern als Maßstab künstlerischer, gestalterischer Leistungsfähigkeit. Betrachten Sie das Werk Himmel und Hölle im Erdgeschoss. Es zeigt eine Personengruppe, die in allen Richtungen des Bildraumes komponiert ist. Bemerkenswert ist der sich vom dem Betrachter entgegengestreckte Arm, der wiederum durch den Bildvordergrund eingefügte Ablage sowie durch den zwischen Händen gespannten roten Faden kontrastiert und im Bildgefüge verankert wird. Was für ein faszinierendes Spiel von Raum und Fläche. Bildfläche die vom Faden und die vom Faden eingerahmte Fläche im Bild. Das ist wahrlich meisterlich. Kunstke beschreibt einen eigenwilligen und vor allen Dingen mutigen anachronistischen Sonderweg. Also nicht den Zeitgeist folgen, sondern durch den Rückblick geschult entwickelt er seine ganz eigenen und persönlichen Bildkonzepte. Ideell finden wir hier den Begegnungsort der beiden Künstler Grützke und Jonko. Wie hoch die gestalterische, künstlerische Akzeptanz von Grützke über die Schaffensjahre gewachsen ist, demonstriert neben anderem der öffentliche Auftrag zur Ausgestaltung der Denkmalen Paulskirche in Frankfurt. Der Zug der Volksvertreter, ein 14-teiliger Bildzyklus. Ganz Grützke verstarb 2017 in Berlin. Betrachten Sie in dieser Ausstellung gezeigten unterschiedlichen Porträts. Erfreut Sie sich, wenn Ihnen die eine oder andere dargestellte Person bekannt vorkommt. Genießen Sie die herausragende Malerei und beobachten Sie auch die Entwicklung des künstlerischen Repertoires von Grützke. Heinrich von Kleist schaut in Form einer Pastellkreidenzeichnung in die Welt des Narrenschiffs und Alexander von Humboldt, ganz expressionistisch dynamisch gestaltet, jedoch farblich eher zu kalt, muss auf seine Vermessung der Welt ein Weilchen verzichten und sich wie Sie den unzähligen, vielgestalteten, kreaturlichen Geschöpfen des Narrenschiffs den Bildern Jongos hingehen. Die dritte Dimension dieser Ausstellung bildet der Künstler Wang Qingwang. Ebenfalls aus China stammend und gut befreundet mit Jongo, lebt und arbeitet Wang inzwischen im Ruhestand in Peking. 1958 in der Mongolei geboren, erwirft er 1982 seinen Abschluss der bildenden Künste an der Hebei Normal University in Shenzhen. Da war Qingwang auch selbst künstlerisch tätig. Er gründete mit Freunden in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Miyang Painting Studio. Er engagierte sich in der 85er Kunstbewegung, die einen wesentlichen Beitrag zum neuentwickelten Selbstverständnis der Kunstschaffenden in China in Kontraposition zu vorausgegangenen Staatsverordnungen. Revolution Rom leistete. Neben seinem künstlerischen Schaffen in der Welt der Malerei wirkt Wang Qingwang auch bei der Planung, der Drehbucherstellung und auch der Regie vieler Fernsehserien, Dokumentarfilme und Bühnenstücke. Die Welt der Bühne findet wiederum ihr Echo in seinen Zeichnungen. Auf den ersten Blick mögen die Werke von Wang fremd erscheinen in der figurativen Welt der hier gezeigten Ausstellung. Das Wuchernde und Wabernde, das Knollige und Drollige, das Feixende und Fettige ist bei Wang nicht zu finden. Stattdessen finden wir bei ihm eine nüchterne, sezierende, eine wissenschaftlich-technisch anmutende Bestandsaufnahme des Kreaturlichen. So reihen sich beispielsweise Behältnisse, Fläschchen, Gefäße, die aus dem Labor entnommen, sowie Knochen und Körperteile, bis hin zu silhouettenartigen, kopfähnlichen, flächenhaften Formen in seinen Zeichnungen. Der Mensch als Zusammenhang.
zusammengefügtes Wesen, als zusammengefügtes Ganzen, das sich verändern, ergänzen und demontieren lassen kann. Wann bildet sozusagen eine Antithese zu Jomo Drutzke? In den zutage treten Bildfantasien zeigt sich Frank schlussendlich aber nicht weniger energisch als seine Kollegen. Oder nennen wir es verrückt. Verrückt. Idealisierte Schönheit ist nicht mehr der Kompass der modernen, auch zeitgenössischen Malerei mehr. Aber ein vorgestalteter Anspruch, hohe handwerkliche Kompetenzen ist bei dem präsentierten Künstlertrio auf jeden Fall nach wie vor rückrichtungsweisend. Erlauben Sie mir eine zum Schluss meiner Bildgedanken etwas pointieren und zusammenfassend anzumerken, dass sich der Horizont dieser Ausstellung tatsächlich global über den Erdball spannt. In der Auseinandersetzung des chinesischen und europäischen Kunstschaffens bietet die Ausstellung eine vielseitige und vielgestaltete Werkperspektive. Trotz Unterschiedlichkeiten in Formgestaltung und Formwirkung verbinden die Werke ein kritischer und aufgrund der pointierten Art klarer Blick auf ein schillerndes Spektrum menschlicher Wesensqualitäten. Es sind nicht mehr die Heldinnen und Helden, die verwirklicht werden. Die Vertreter der olympischen Welt begegnen uns nun als aufgedunsene Größen, die ihre Zwergenart untertanen dominieren, schikanieren, ausnutzen, belasten, plagen und ja auch bescheißen. Genießen Sie nun bei Ihren persönlichen Betrachtungen die grandiose Malerei, die Ihnen präsentiert wird. Genießen Sie die Farbigkeit der Werke, genießen Sie beispielsweise das spannungsreiche Aufeinandertreffen von Rot und Grün, also zwei komplementären Farben mit gleichem Valeur, wie Drutzkes Porträt selbst ohne Nasenmuster. Gutieren Sie die sensible, subtile und meisterliche Farbbehandlung, die Farbkompositionen, die Farbübergänge und nicht zuletzt die vielfältigen, verrückten Wirkungen. Vergessen Sie auch nicht die Anrufung eines Bildes im Ganzen oder in einzelnen Sujets in ihm zu vergegenwärtigen. Verfolgen Sie die Miniaturen und begeistern Sie sich für die Vielfalt der künstlerischen Arbeiten. Erfreuen Sie sich an den durch die Hänge der Bilder inszenierten Bezügen, gehen Sie auf Entdeckungsreise an Bord des Namensschiffs.